Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Nein, ich höre mich jetzt heute nicht so sehr frustrierend an. Aber ich muss sagen, das Wort habe ich heute mal gegoogelt, was es eigentlich heißt. Frustrierend. Warum heißt eigentlich diese Folge sinnlos? Ja, warum heißt diese Folge eigentlich sinnlos? Das will ich euch erklären. Wir haben uns ja alle so sehr gefreut auf die Liga. Einige hier auch bei mir hier im Community-Clan haben richtig danach gefiebert, hier eine 30er CWL zu spielen. Ich ja auch. Und ich muss sagen, ich bin dann heute aber ganz, 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 ganz tief wieder runtergekommen. Aber ich bin trotzdem tiefenentspannt. Aber trotzdem, es ist so sinnlos. Und warum ist es eigentlich sinnlos? Ich meine, die Liga hat jetzt gerade erst angefangen. Das ist noch nicht das Ende vom Lied. Ich habe mir auch noch nicht alles vom Gegner angeguckt. Aber ich muss sagen, wir haben hier leider ein Line-up erwischt. Also ich spreche ja nie mehr bewusst hier vom Matchmaking. Das gibt es hier in der Liga nicht. Und ich wusste, dass es nicht jetzt gerade einfacher wird mit den vielen Neunern, vor allen Dingen unten. Hab aber gedacht, vielleicht gibt es so Clans, die so ganz ähnlich sind wie wir. Das heißt also mal ein Zwölfer, ein paar Elfer, ein paar Zehner, ein paar Neuner. Und nicht nur Zwölfer. Ich meine, klar, hier oben haben wir jetzt sechs Zwölfer. Mit Tente haben wir unseren einzigen Zwölfer da oben. Und wenn du dann aber mit angucken musst, dass, ja, dass manche Bases dann auch... Ich meine, die Base hat immer gut gehalten gegen Rathaus 9. Keine Frage, aber jetzt ist er fast weggebarscht worden hier. Deswegen fange ich jetzt die Folge eigentlich auch so an, weil der Marco hat eben gesagt, deine Base ist gerade weggebarscht worden oder ist weggebarscht worden. Nicht ganz mit Barsch, aber trotzdem. Alter, der Zehner hier mit Bogenschützen, ey. Das ist schon richtig frustrierend, finde ich. Okay, er baut jetzt seine Klarburg um, weil der Hund macht überhaupt keinen Sinn. Hier hinten, wenn man hier hinten einen Hund hat, macht der keinen Sinn. Da muss irgendwie eine Queen rumtänzeln. Die Queen tänzelt allerdings da am Rathaus. Sie ist also ganz, ganz schnell weg, weil die macht Einzelschuss. Und da kommen jetzt gerade 48 Bogenschützinnen oder so auf die zu. Da macht die nicht viel. Das hat der Gegner schon richtig gut gemacht hier. Und da die keinen Flächenschaden macht, mein Gott. Was willst du machen? Ja, so ist das nun mal. Und ich will mich nicht darüber ärgern, muss ich sagen. Ich habe heute eine Ingame-Mail losgetreten hier beim Community-Clan, wo ich einfach geschrieben habe, Leute, lasst euch den Spaß nicht verderben. In 7 Tagen ist der Scheiß hier vorbei. Punkt. Anders konnte ich es. Ich konnte es nicht mehr anders beschreiben. Dann haben wir wieder normale Clan-Liga hier und müssen uns nicht mit... Ich will jetzt nicht sagen, mit sowas rumschlagen. Ich meine, wir hätten ja auch die Liga gar nicht erst antreten brauchen. Wir hätten auch sagen können, wir machen einfach erstmal keine Liga. Oder wir machen diese Liga hier jetzt, weil wir so ein bisschen verlieren wollen, sage ich mal. Ich wollte jetzt gerade sagen, um in ein besseres Matchmaking zu kommen. Das gibt es ja leider nicht. Was es ja aber gibt, das ist mir heute aufgefallen. Also so ein paar Sachen sind mir natürlich heute auch aufgefallen. Das zählt vielleicht auch in die Rubrik sinnlos, ich weiß es noch nicht genau. Ich könnte mich im Moment über das Spiel doch ziemlich beömmeln. Es ist schwierig. Oh, wir haben schon einen Dreier geholt, der Glate hier. Das gucken wir uns mal an. Die Zwölfer hier sind jetzt nicht so super gut, ja. Aber es sind halt Zwölfer. So will ich es mal sagen. Und die Elfer sind dann auch Elfer und die Zehner sind Zehner. Also wir versuchen das besser einfach rauszuholen hier. Mal gucken, wie der Glate es gemacht hat hier. Und ich hatte eigentlich schon losgetreten, dass wir sagen, passt mal auf, ihr Zehner, ihr versucht mal 2 Sterne auf die Elfer und also auf die höheren. Das brauchen dann die Neuner nicht unbedingt probieren, außer ein Elfer hat ein Rathaus draußen. Haben die meisten ja aber leider nicht. Und deswegen haben wir auch schon etliche Neuner, sind heute leider schon an Zehner-Bases gescheitert. Ich mache den Leuten keinen Vorwurf. Man kann irgendwo 1 Stern holen, ich sag mal so mit Babydrachen. Ringsum irgendwie ein Sternchen holen oder sowas, ist eigentlich immer irgendwo drin. Mit dem Go-Vibe wird es dann schon schwierig. Vor allen Dingen, wenn die Gegner so wie hier die haben fast überall einen Elektrodrachen drin und ich finde, der Elektrodrachen macht eigentlich keinen Sinn in einer Clanburg, aber bei kleinen Neunern, wo du weißt, auf diese Bases greifen kleine Neuner an, machen die durchaus Sinn, weil so eine 5er Queen oder eine 10er Queen und ein Max Elektrodrache, das ist schon, wenn du da keine Unterstützung hast, ist das schon schwierig. Der hält auf. Also da macht die Queen, muss A, ziemlich lange drauf schießen und B, muss sie dann auch entweder gezündet werden oder du hast irgendwie so ein,
so ein Babydrachen oder sowas im Background, den du mal dann eben auf den Drachen schicken kannst, wenn der natürlich voll im Gift steht. Und deswegen ist es schon schwierig. Aber schön gemacht hier, der Glati hat hier, wir versuchen hier einfach das Beste jetzt aus dieser misslichen Lage einfach mal rauszuziehen und mal sehen, wo wir am Ende landen. Schauen wir mal. Ich hätte heute auch fast meine eigene Premiere verdaddelt. Telefonkonferenz und dann hörte das nicht auf und kann ja schlecht sagen, Leute, ich muss mal eben was anderes machen. Aber ich war ja dann doch noch da. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich habe das ja noch sehr, sehr spät, glaube ich, dann angekündigt, abgedreht. Aber ich wollte heute, beziehungsweise ich wollte einfach für den Dienstag was Cooles bringen, aus dem Update natürlich und so ein bisschen meine Meinung beitreten. Naja, aber ich habe gesehen, dass, man sieht das jetzt hier schon so ein bisschen, noch so ein bisschen, dass die Queen und der King, die haben schon mal so eine neue Animation bekommen, also eine neue Animation, wie sie so behende gehen. Also der Dicke, der schwingt schon mal so ein bisschen seine Hüften, hätte ich mal fast gesagt. Ja, der ist schon cool dabei. Und auch die Queen, wie die da so rumtapst. Und war das eigentlich schon immer so? Ach nee, hier, das ist nur hier so, glaube ich. Ne? Die Queen hat die Hosen an und zeigt Bein. Ich weiß es gar nicht. Im Anfangsbild sieht man ja jetzt, dass die Queen ein bisschen mehr Bein zeigt. Und naja. Oh, wir haben was live hier. Wenn wir was live haben, wo war es denn jetzt? Ah, da oben. Dann gehen wir da natürlich rein. Live hier vom Bambusfresser. Oder heißt es Bambusfresse? Bambusfresse. Geiler Name. Auf die Nummer, was haben wir denn? Auf die Nummer 12. 11 auf 11 ist das hier. Ah ne, das ist 10 auf 11. Das ist 10 auf 11, okay. Und mal sehen, ob er 2 Sterne hier holen kann. Vielleicht wählt man da eine andere Ecke, nur um an das Rathaus zu kommen. Er nimmt jetzt den langen Weg. Ist eigentlich auch nicht verkehrt, weil hier um die Magiertürme und so, da werden die Bomben alle lauern. Keine Frage, aber ihr seht das auch hier, der Drache hält unheimlich auf. Und aber er ist jetzt noch ganz gut dabei gegen Multi-Infernos. Ah ne, das sind 2 Single-Infernos. Ne? Ah, ja, okay, da ist er jetzt schon mal im Rathaus mit seinen Riesen, mit seinen Helden. Die Queen ist auch mit dabei. Komm, Leute, ja, schön gemacht. Da der Inferno-Turm ist schon mal weg. Die Riesen tanken jetzt noch sehr, sehr gut hier, vor allen Dingen den Inferno. Ja, oh, habt ihr gesehen, der eine Riese so, als wenn der irgendwie in Wut gewesen wäre, der eine Riese, und sich gesagt hat, weg da, du. Auf, wo drehten sich die Queen hin? Ich denke, die macht jetzt das Sinnvolle. Okay, sie macht jetzt endlich das Sinnvolle. Ah, es ist in Heilung. Und sie macht das Rathaus. Hat er gut gemacht hier. Wunderbar. Ja, 2 Sterne, das ist, ich wollte nicht sagen, ist stabil. Ist auch sehr, sehr eng. Kann er jetzt noch zünden für ein paar Prozente mehr? Okay, das war nicht schlecht. 12 auf 12 hier. Und ihr seht das ist auf jeden Fall Rathaus 10 auf Rathaus 11. Und mal sehen, ob wir 11er nicht tatsächlich runtergehen und die 10er alle schrotten mit 3 Sternen, sodass wir die Sterne ein bisschen aufholen. Das müssen wir wahrscheinlich so machen. Und ich glaube, dann ist es nicht mehr ganz, ganz so sinnlos. Aber ihr seht das hier, wir haben hier schon etliches an Sternen gelassen. Es ist einfach so, das sind alles 10er hier. Auch der kleinste 10er hier unten, wo der Brandon 1 Stern gemacht hat. Wenn wir hier mal reingehen, der ist nicht, das ist eine 10er Base, Leute. Das ist einfach so. Viele gute 9er werden da vielleicht drüber lachen. Aber jemand, der, sage ich mal, ganz, ganz normal spielt, der wird sich an so einer Base die Zähne ausbeißen. Ist einfach leider mal so. Ja, vielleicht nicht ganz so wirklich. Ich denke mal, mit einem guten 9er hier auch, vor allen Dingen, die stehen alle auf Boden und du willst nur die Queen erwischen. Die ist natürlich schon mal ziemlich zentral da. In Inferno-Nähe. Und was willst du denn machen? Mit dem Rathaus 9 Frost ansetzen, der dann eine halbe Sekunde läuft oder sowas? Das bringt's alle nicht. Und ja, es gibt ja dann auch noch diesen Pass. Ja, sinnlos. Machen wir mal mit sinnlos weiter. Sinnlos finde ich, dass es hier heißt, tägliche Herausforderung. Der Clan heißt Herausforderer hier. Aber herausfordern ist natürlich hier überhaupt nichts. Null. Das Einzige, was jetzt herausfordernd ist, finde ich, ist, dass ich jetzt 20 Stunden und 13 Minuten auf meine nächsten täglichen Herausforderungen warten muss. Und wenn das immer die gleichen sind, spende ein paar Truppen, mache einen Stern im Arbeiterdorf und mache einen Stern im normalen Dorf, schaffen wir die Herausforderung, nehmen wir mal an. Und Alter, ich finde es echt sinnlos. Ich habe auch, glaube ich, gestern, also mein Hype ist weg. Mein Hype vom April-Update ist weg. Ich war gestern auf 100%, bin heute auf 5%.
Weiß ich nicht. Ich meine, okay, es dauert halt jetzt ein bisschen. Du musst halt ein bisschen den Bohrer leeren. Ich habe jetzt schon meine ersten Belohnungen abgeholt. Hurra! Ich konnte, was habe ich denn eigentlich gekriegt? 500.000 Gold. Und ich glaube, hier gab es 5.000 Dunkles. Der Goldpass-Spieler hat natürlich schon ein bisschen bessere Sachen. Ne? Bauarbeiterschuh, Forschungsschuh, ja, ist nicht schlecht. Die Vorteile habe ich jetzt auch endlich geblickt. Die Perks hier. Also Teile meines erfahrenen Zeugs geht dann hier in die Saisonbank. Da passen jetzt nur 5 Millionen rein. Okay, die sind nach 2 Tagen voll. Ich weiß, dass ihr die in einem Tag voll gemacht habt. Überhaupt kein Thema. Ist dann halt so. Muss man mit leben, dass man hier 2 Tage, sage ich mal, was zu tun hat. Okay, ein bisschen länger, weil das sind ja Belohnungen hier, die dauern auch hier. Die 3 Sterne jeden Tag kannst du ja nur einmal machen am Tag. Also das dauert schon mal mindestens 7 Tage hier. Anders geht schon mal nicht. Und das heißt also, 7 Tage hast du hier Spaß und dann wartest du halt 23 Tage. So habe ich ein bisschen das Gefühl. Und so werd ich das Gefühl auch nicht so wirklich los. Was es heißt, war das jetzt wirklich so sinnfrei, dieses Update, dieses April-Update? Oder war es sinnlos? Hätte Supercell sich das sparen können? Weil eigentlich geht es jetzt, für viele geht es schneller voran. Da habe ich auch schon eine Folge für fertig für morgen. Für viele geht es natürlich ein bisschen schneller voran. Denn einiges baut ja dann doch schon ein bisschen arg schneller. Und oh, den können wir mitnehmen. Den nehmen wir einfach mal komplett mit. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, hier großartig zu suchen. Den zerlegen wir jetzt mal eben ganz. Ich wollte zwar eigentlich nur so ein bisschen mit den Kubis farmen. Ich habe dann immer ein paar Magier und ein paar Mauerbrecher so mal dabei, wenn man mal so hier und da an einem Lager irgendwie so ins Lager kommen muss. Und ich hau das Zeug jetzt aber jetzt mal raus hier. Auch das hau ich mal raus, weil es gibt ja hier auch eine Tat. Machen mal ein paar Spenden und so. Und einige, die spenden das natürlich nicht und ist eine tägliche Aufgabe. Und super, ich habe keinen Sprungzauber dabei. Das ist natürlich düsselig. Aber dafür habe ich so ein paar. Ich hau die jetzt alle weg hier. Das ist alles kein Thema. Alles kein Thema. Oh, die können hier natürlich auch ein bisschen laufen. Lauf mal den Riesen da hinterher. Ich schicke die auch alle so hier ins Verderben. Dabei können die ja den Riesen auch hinterher laufen. Ah, das ist eine Offline-Base, hier sehe ich gerade. Okay. Ist egal. Sei mir gegönnt, der Loot. Und denn es läuft ja alles nicht mehr so lange. Bei den Rathaus 11 habe ich jetzt gesehen, da haben sich die Zeiten nicht so wirklich verändert. Aber in den kleineren Rathausstufen, glaube ich, Rathaus 4, 5, 6, 7, 8, da ist das dann doch schon, schon sehr, sehr krass, muss ich sagen. Und ich habe aber zu Anfang ja auf unser Matchmaking hier so ein bisschen rumgeritten, was es ja nicht gibt. Ich kann euch auch mal wieder einblenden, wo ich das eigentlich her habe. Wenn ihr reinschauen wollt vorher, um zu gucken, natürlich bei Clash of Stats könnt ihr sehen, wie sehen meine Gegner aus, wie ist Line-Up. Das Ganze könnt ihr aber auch auf einer anderen Seite sehen, die verlinke ich euch unten mal drin. Da ist jetzt allerdings unser Clan drin. Wenn ihr dann links oben auf die Seite geht, anderen Clan eingeben, da könnt ihr eure Clan-Tag eingeben und dann seht ihr euer Line-Up. Und als ich das dann heute leider, ich hab's mir ja leider angeguckt, hätte ich es mal nicht gemacht. Aber ich meine, ich habe mir den Gegner auch schon so angeguckt. Aber hätte ich es mal nicht gemacht, dann hätte ich mir das Ganze vielleicht erspart. Was noch auf uns zukommt, denn einer der Clans hier, oh, wir haben was live. Oh, vom Klaus. Wird jetzt aber, glaube ich, schon zum Ende sein. Ja, das ist jetzt schon zum Ende. Und aber immerhin 2 Sterne auf dem Rathaus 18. 18 ist auf Rathaus 10. Ich wollte es gerade sagen. Der Klaus ist ein 9er und der Gegner hat nur ein Rathaus 9 ganz, ganz unten. Deswegen kann es nur ein 10, 11 oder ein 12er sein. Aber gut gemacht. 2 Sterne hier. Ist einfach so, auch wenn das hier 8er, teilweise 8er, 9er Dev ist hier, du kommst da einfach nicht durch. Denn wenn die Base dann schon mal ein bisschen größer ist, auch die Größe macht es dann manchmal auch. Dann wird es eben oftmals ein Zeitproblem. Und dann sind 2, 3 defensive Gebäude, die so einer dann mehr hat. Aber das macht nichts, das sind gute 2 Sterne hier. Aber ich glaube, ich glaube, es ist der russische Clan. Ich glaube, es ist dieser Clan hier. Die werden gegen uns antreten hier. Die werden gegen uns antreten und es sind, ich glaube, es ist der Clan hier. Wir haben 20 Zwölfer dabei. 20 Zwölfer, okay. Ist es der Clan? Ich weiß es gar nicht. Ah, ich kann euch mal das Foto einblenden. Dann seht ihr das, was wir als Line-Up eigentlich haben. Und jetzt muss ich aber selber nochmal reinschauen.
ob die Webseite auch funktioniert. Ja, sie funktioniert. Die Webseite ist wirklich nicht schlecht. Also wie gesagt, der Link ist unten drin. Könnt ihr eure Klartag eingeben und seht genau die Übersicht der CWL-Saison. Allerdings skaliert diese Seite nicht, wenn man auf Übersicht, Zusammenfassung und alles geht. Dann müsst ihr euren Browser dann ganz, ganz groß machen. Aber ihr seht das hier, dass der eine Clan mit 20... oh nee, die haben jetzt weniger. Die haben weniger. Ich hatte heute Morgen eigentlich ein Bild. Das ist das richtige Bild. Okay, das ist doch das richtige Bild. Ich hatte nur eine falsche Tag drin. Es gibt diesen einen Clan, die haben einfach mal 20 Zwölfer gegen uns. Was willst du denn machen? So viel sind wir nicht. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz nett und ganz gut gefallen. Und das ist jetzt noch vorm Livestream. Ich gehe jetzt gleich in den Livestream, so um circa 21 Uhr auf Twitch TV. Ich hoffe, es wird gut. Ich weiß es noch gar nicht. Ist auch ein bisschen irre, dass ich von etwas rede, was noch kommt. Also noch in der Zukunft ist. Ist aber nicht so schlimm. Seid dann am Wochenende vielleicht auf YouTube mit dabei. Und ich würde sagen, ihr werdet von mir hören, ob sinnfrei, sinnlos oder aus den Clankriegen hier. Ich werde euch in jedem Fall mit dem Tagesvideo hier auf den Laufenden halten. Werde so ein bisschen was berichten. Aber wie gesagt, für Freitag die Folge habe ich auch schon fertig. Da geht es mal wieder ein paar Rathäuser, ein bisschen Rathaus. Niedriger Zugange mit den 11er und 12er hier. Komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Ihr seht das, meine Lager sind recht voll. Und ich kann ganz entspannt fahren, muss also nicht in Hektik ausbrechen oder so, weil ich jetzt unbedingt diesen Pass machen will. Man braucht ja sowieso 2 Wochen. Ich habe mir immer noch mit keinem Charakter diesen Goldpass gekauft, weil ich immer noch keine wirklich positive Meinung gehört habe. Thorsten, mit dem macht das echt sau Sinn, dir den Goldpass zu kaufen. Jetzt nicht wegen des Skins oder wegen der tollen Animation des Kings, sondern eher dann vom Spielinhalt oder vom Spielaufbau, von der Verschnelligkeit. Vielleicht mit dem Schief Barfuß, habe ich ja gesagt, weiß ich noch nicht. Aber lasst euch einfach überraschen und ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Thorsten.